Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Und in der letzten Folge sind wir ja um Haaresbreite dem Vater entkommen. Mehr oder weniger, also zum Schluss ja dann schon. Und ja, wir haben uns mal wieder, wie das so üblich ist, in den Safe-Raum geflüchtet. Und in Sicherheit gebracht, gespeichert und so weiter und so fort. So, aber jetzt aus dem Kampf haben wir natürlich jetzt den dritten Hundekopf endlich mal erhalten. Die anderen haben wir in der Schatulle geparkt. Da wollen wir jetzt erstmal gucken, was haben wir denn überhaupt jetzt noch hier? Also den Skorpionschlüssel, den brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Der kann eigentlich rüber. Ich meine, wir hätten alle Türen jetzt damit offen. So viel waren das ja nicht. Uns fehlen ja die anderen eigentlich. So, dann können wir den blauen Hundekopf und den weißen Hundekopf mitnehmen. Die stecken wir ja dann in die Tür. So, und wir haben 3, 4, 5 Erste Hilfe. Das sind, also ich würde sagen, wenn wir 3 auf Reserve dabei haben, passt das. So, Pistolenmunition möchte ich doch gerne bei uns führen. Kann nicht verkehrt sein. Oh, Kratzen im Hals. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Vielleicht werde ich doch wieder krank. Unfassbar, unfassbar. So, so die stecken wir dann da rein. Dann haben wir noch Pistolenmunition. Und dann haben wir unser Inventar auch ein bisschen aufgeräumt. Und fast leer, falls wir noch was finden. Was mir so ein bisschen Angst macht, ist, dass die Oma da auf uns gewartet hat und die bekannte Musik von Resident Evil gesummt hat. Also von Resident Evil, von dem Spiel 7 jetzt. Deshalb, ich befürchte immer noch, dass sie uns irgendwann mal anspringt. Die ist auch noch da. Super, super. Ich hätte sagen können, dass die weg ist. Was ich noch komischer finde, ist, wir können die nicht anvisieren. Wie mit dem Herrn da draußen, nimmt er automatisch die Pistole dann weg. Oder die Flinte in dem Fall, ist ja egal. Hallo. Boah, du bist so eklig. Also nichts gegen alte Menschen, aber... Hä? Du bist gruselig. Du bist sehr gruselig. Okay. So, ab zur Haustür. Schon wieder summen hören. Okay, hier scheint aber wirklich niemand mehr zu sein. Ich hätte schwören können, dass der Vater nochmal wiederkommt. Den haben wir jetzt schon so oft erledigt. Irgendwie will der aber nicht tot bleiben. So, jetzt erstmal erster Kopf, zweiter Kopf und dritter Kopf. Okay, es passiert nichts. Können wir die Tür jetzt öffnen? Mama, Mama da. Super mit Orchesteruntermalung. Ich dachte, da hinten läuft jemand. Ich weiß noch nicht, ob mir das draußen besser gefällt. Okay, wer hat schon seinen eigenen Wohnwagen vorm Haus stehen, beziehungsweise im Garten? Und da hinten scheint irgendwie eine Party zu sein oder so. Ah, schönes Windlicht. Oder Windspiel vielmehr, ist ja kein Licht. Okay.
gehe erstmal hier was ab. Kraut. Kraut ist gut. Haben wir hier Schießpulver. Okay. Also hier ist auf jeden Fall nicht dieses komische Ekelzeug überall. Ich hoffe, dass hier draußen erstmal safe ist. Wir müssen uns erstmal hier so ein bisschen umgucken. Okay, Blatt, Blatt, Blatt. Ist das Stromkasten? Ach, Rasenmäher. Können wir nicht uns da drauf setzen und einfach wegfahren? Was ist das? Pillen? Was? Pillen, Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Okay. Okay. Und was hier? Ah, scheiße, hier müssen wir wieder was einsetzen. Schon wieder Schlüssel finden. Sieht zwar eher aus wie Schlüsselkarten, aber Schlüssel ist Schlüssel. Ja, nette Party. Nette Party. Okay, was haben wir hier? Haben wir noch irgendwas? Hier können wir gar nicht durch. Und wer wohnt hier in diesem Wohnwagen? Raus ist auch noch ein Haus. Wie, boah, wie viele Häuser haben die denn hier? Ist das ein Anwesen, was den Bakers gehört? An der anderen Seite verschlossen. Na toll. Ja. Was ist das? Ninten-Munition. Sehr schön, sehr schön. Steht noch irgendwo was rum? Kann ja nie wissen, ne? Man kann ja nie wissen. Okay, die Geräusche machen wir aber auf jeden Fall. Durch diesen schlammigen Boden hier. Flüssige Chemikalie. Oh, ein Wackelkopf. Hat keiner gehört. Hier scheint wirklich ruhig zu sein. Und trotzdem mal wieder die Flinte. Mal die nachladen. Wir hatten ja Munition gefunden. Ist das hier alles? Okay, das sind wirklich irgendwie Strommasten, ne? Okay. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da kommt gleich einer. Der Vater ist doch bestimmt noch nicht tot. So sehr ich mir das wünsche. Also jetzt so, weil, ne? Mal Kraut. Schon Hallos. Antike Münze. Okay. Die haben wir auch schon oft gefunden. Okay, hier ist aber nur Busch, Busch, Busch und da auf die Veranda kommen wir gar nicht. Und hier rum? Nee. Okay. So, okay. Bevor wir da weitergehen, wollte ich einmal gucken, kommen wir hier rein.
Wir kommen hier rein. Ah, da ist ein Speichergerät. Da ist ein Speichergerät. Speichern. Obwohl, wir haben gar nicht viel gemacht mehr. Wir brauchen gerade gar nicht speichern. Okay, hier ist aber ein Safe Room. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn hier alles noch so? Okay, antike Münze. Foto. Von der Familie Baker, nehme ich an. Für sie ist es zu spät. Was? Für die Familie oder was? Jo, das glaube ich. Der Vater ist ja jetzt auch nicht mehr so. Nö. Okay, mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie was merkt, wäre es aus. Wenn sie was merken, oder? Oder wenn sie was merkt. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Die Frau, mit der sie gekommen ist. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Okay. Die Frau, mit der sie gekommen ist. Also Mia ist mit irgendjemandem gekommen. Vielleicht mit dem kleinen Mädchen dann da. Also doch sie. Also wenn sie das merkt. Also wenn, ne? Okay. Das ist hier. 44 mal 4 Rückschlag. Was? 4 Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. Aha. Aha. Schön. Schön. Hä? Okay. Kühlschrank mal wieder. Die sehen alle so verlockend aus. Yummy, yum, yum. Moment. Kann ich was nehmen? Nee. Schade. Ich dachte, ich könnte was rausnehmen. Nee, 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 nee. Ich kann den nur wieder zumachen und das andere ist da hinten dieses. Foto. Okay, sind auch nochmal die Dinger. Stabilisierer. Kann sich lesen. Reloading. Speed. Und irgendwas anderes wahrscheinlich. Ah, da. Stabilisierer. Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Okay. Und. Steroide erhöht dauerhaft die maximale Gesundheit. Okay. Also das hier hatten wir ja schon mal gefunden. In diesem Geheimversteck. Und das, was war das jetzt? Nachladegeschwindigkeit, beides dauerhaft. Und hier ist noch eine Magnum drin, okay. Drei, fünf und da war 9. Und ich soll da irgendwas reintun. Okay, Moment mal. Ich hab doch noch... Vielleicht gehört der Zoe. Ja, kann schon sein. Also, obwohl ganz ehrlich, mit solchen Verschlüssen ist ein bisschen altmodisch, ne? Ich weiß ja nicht, wie alt Zoe da ist, aber die war ja jetzt noch nicht so... Naja, kann ja jeder tragen, was er will. Defekte Pistole, sie haben nicht genügend Platz, alles gut. Wir haben ja hier eine Truhe stehen. Und wir können speichern. Okay, dann machen wir das erstmal so. Ich hatte da eine Idee, und zwar nehmen wir mal die antiken Münzen raus. Wir haben 7 Stück davon. Und dann können wir die nämlich hier reinschmeißen, gehe ich von aus. Und dann holen wir uns nämlich hier die verbesserte Gesundheit nochmal. Sehr gut, sehr gut. Können wir nicht rausnehmen, weil wir haben nicht genug Platz. Und wir haben noch, nee, wir haben 4. Ach, schade, schade. Ja gut, dann bewahren wir die erst nochmal auf in unserer Truhe. Das war der BH. Alles klar.
So, tun die erst wieder zurück. Dann können wir die Stereoide nehmen. So. Die brauchen wir jetzt aber prinzipiell eigentlich noch gar nicht, weil wir haben eigentlich relativ gute Gesundheit. So, Kraut könnten wir erstmal ablegen. Schießpulver könnten wir ablegen. Was ist mit den Pillen? Ja, keine Ahnung. Die kann man irgendwie kombinieren. Müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Kann ich die kombinieren vielleicht? Hier haben wir was zugekriegt. Pillen und flüssige Chemikalie. Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft. Achso, nee, das... Hä? Achso, das kann ich herstellen. Nervengiftgranate. Munition für den Granatwerfer. Enthalten ein starkes Gift, das sich auf das Nervensystem auswirkt. Cool. Brauchen wir aber starke flüssige Chemikalie für. Und hier kriegen wir noch dieses Psychotonikum. Aber da haben wir ja auch schon noch was. Ja gut. Nehmen wir die auch erstmal hier rein. Und flüssige Dings tun wir auch erstmal rein. Die würde ich allerdings bei uns behalten. Und auch die Munition. Da könnten wir ja mal nachladen vielleicht dann. Bewegen. Ein hoch. Nee, ein hoch. Na, na. So. Also, ich meine die gleiche falsche Taste. So, die würde ich nämlich tatsächlich mit uns führen, wenn es uns mal kacke geht. Können wir uns die in den Arm hauen, werden geheilt und erhöhen sogar unsere maximale Gesundheit dann. Und ja, Munition versteht sich von selber. So, was ist mit der Pistole? Die ist defekt. Die könnte man bestimmt wieder irgendwie austauschen oder so. Sie ist defekt, aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden. Okay, da brauchen wir einen Reparatursatz. Haben wir nicht, also erstmal in die Schatulle. Ja, haben wir vier Plätze noch. Vier Plätze ist besser als gar nichts. So. Schön, schön. Dann können wir hier mal speichern. Jetzt können wir mal speichern. Nee, überschreiben tue ich das mal nicht. Ich nehme mal einen neuen Speicherstand. Sehr gut. Oh, die Folge gefällt mir. Die ist ein bisschen entspannender. Wahrscheinlich für euch tot langweilig. Aber meine Nerven brauchen auch mal langweilige Folgen. So, was machen wir denn jetzt hier? Da können wir ein Videoband. Wir haben aber kein Videoband. Da wird wahrscheinlich dann noch eins kommen. Okay, aber sonst ist hier nichts. Dann können wir... Wir haben gespeichert. Alles gut. Schon wieder dieses Verarscher-Telefon. Weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Was? Okay, wir haben Vater erledigt. Jetzt sucht die Mutter auch noch nach uns. Ist ja herrlich. Ist ja herrlich. So, wo Mia ist, weiß auch kein Mensch mehr. Und Zoe ist ja wohl dann diese Tochter, wo wir auch ein Foto im Haus gefunden haben, wo sie durchgestrichen ist und alles. Also sie ist wohl nicht mit diesem Virus oder was auch immer das da ist, infiziert. Aber, also sie ist damit infiziert, aber sie ist noch irgendwo klar bei Verstand. Was man von Mia ja nicht so ganz behaupten kann. Und von dem Ollen und seiner Frau jetzt auch nicht wirklich.
Und die hatten ja noch den Sohn, der schien auch ein bisschen, ne? So, okay. Aber wir sollen uns vor der Mutter jetzt in Acht nehmen, ja. Schön. Habe ich nicht gerade erwähnt, dass es schön war, dass die Folge ruhig war? Sie sagte, die suchen nach mir. Und sie braucht ein quasi Antigen-Gift. Sie weiß aber nicht genau, wo es ist. Sie weiß aber, dass, oder sie glaubt, dass die Mutter was da versteckt hat im alten Haus. Das wird ja jetzt das Haupthaus gewesen sein. Alte Haus ist dann da, wo wir reingegangen sind vielleicht. Wie kommen wir denn jetzt da wieder zurück? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist das da hinten dann? Oder können wir hier rumlaufen? Da ging es ja auch noch weiter. Oder müssen wir ins Haus zurück? Oder kamen wir ja gar nicht mehr zurück. Okay, Haupthaus, das hier, da kamen wir ja gar nicht hin. Hier ist doch eine Lücke, hier können wir doch durch. Gleich springt uns irgendwas an hier aus dem Büsche, oder? Da kommen wir auch durch. Da ist eine Lücke. Wartet mal. Das ist doch das, was wir im Video gespielt haben, nicht? Mit der Mia. Das ist genau die Stelle hier. Hier haben wir die Mia übernommen. Die von der Mutter in das Haus gejagt wurde. Nidi, hörst du auf zu quietschen? Ich wollte gerade erzählen, dass die Mutter dann wahrscheinlich noch im Haus ist. Und da war dieses Mädel auch noch. Ich schon wieder. Meine Nerven halten nicht. Was ist das hier eigentlich, hä? Bisschen krank. Meine Nerven halten nicht noch einen so einen Kampf aus. Spontan. Hier ist nichts. Kann man die kaputt machen? Sehr gut. Pistolenmunition. Und Kakerlaken. Sehr gut. Sehr gut. Okay, offensichtlich nicht. Sind das Riesenhornissen oder was? Ey, ihr Leute, ihr habt ein Insektenproblem. Das wisst ihr schon, ne? Ich mag keine Flatterviecher. Aber das ist doch... Doch, das ist das, wo die Mia auch drin war. Schiel mal ganz kurz zur Aufnahmezeit. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn ich hier reingehe, dass ich irgendwas triggern werde. Und unsere Aufnahmezeit ist schon wieder zu Ende.
Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen ganz in dieses Haus rein in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas gegen diese Viecher tun können. Und ob wir dann das Anti-Serum oder was auch immer für die Zoe und die Mia dann finden. Und ich hoffe, dass uns die Mutter da keinen Strich durch die Rechnung macht. Okay, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch aber einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und schreibt mir wie immer auch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne den Kanal abonnieren. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.